Immobilie in der Stadt oder auf dem Land? Wir haben drei Punkte für euch, die euch bei eurer Entscheidung helfen werden. Punkt 1. Eure Wünsche und Bedürfnisse. Hallo und herzlich willkommen bei Baufinanzierung leicht gemacht. Tja, Landei oder Stadtmensch, zunächst solltet ihr euch mal überlegen, was am besten zu euch passt oder was vielleicht noch kommt. Stichwort Familienplanung, Jobwechsel oder auch Wohnen im Alter. Na klar, man kann sich bis zu einem gewissen Grad immer mit seiner Immobilie arrangieren, aber denkt dran, die eigene Immobilie ist ja trotzdem immer irgendwie die Erfüllung des eigenen Lebenstraums. Und da sollte man auch nicht zu viele Kompromisse machen. Bei eurer ganz persönlichen Abwägung, ob ihr lieber in der Stadt oder auf dem Land leben wollt, solltet ihr euch eine Pro- und Kontraliste anlegen. Denn ihr müsst bedenken, auf dem Land ist vielleicht ein großer Garten am Haus und der macht mehr Arbeit, als man sich vorher ausmalt. Und jeder kennt jeden im Dorf. Ist auch eine wichtige Sache, die man mal bedenken kann. Und in der Stadt, da könnte es sein, dass euch der Baulärm vielleicht ein bisschen nervt. Die Parkplatznot ist ja auch ganz schön da und die Luftqualität ist auch nicht die beste. Und ganz wichtig natürlich der Weg zum Arbeitsplatz. Das heißt, werdet euch darüber klar, wie viel Zeit ihr täglich aufbringen wollt, um zu pendeln und wie gut eure Anbindung auch zu Bus und Bahn sein soll. Klar, als kinderloses Paar, da ist es ja vielleicht gar kein Problem, täglich so und so viele Stunden fürs Pendeln aufzubringen. Aber mit einem Kind, da wollt ihr natürlich so viel Zeit wie möglich mit dem Kleinen verbringen. Für Unentschlossene könnte die Lage am Stadtrand ein guter Kompromiss sein. Das ist der sogenannte Speckgürtel. Der Speckgürtel ist super beliebt und deswegen auch leider sehr teuer geworden in den letzten Jahren. Aber dazu später mehr. Abschließend sei noch zum Wohnort gesagt, habt ihr euch dann irgendwann mal für euer Traumhaus entschieden? Kann es natürlich sein, dass das Traumhaus dann irgendwann doch nicht mehr zum eigenen Lebensentwurf passt? Klar, dann kann man das Haus einfach wieder verkaufen. Und die große Frage, Gewinn oder Verlust, das hängt stark vom Einzelfall ab. Punkt 2, die Verfügbarkeit von Immobilien. Grundsätzlich wisst ihr jetzt also, wo ihr wohnen möchtet. Doch dann stellen sich die nächsten Fragen. Gibt es da überhaupt genug Grundstücke? Sind da genug Immobilien, die verkauft werden? Das solltet ihr euch als erstes fragen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber in alteingesessenen, begehrten Lagen ist die Fluktuation relativ gering. Das heißt, ihr müsst da regelmäßig den Immobilienmarkt im Blick behalten. Fahrt auch gern mal vor Ort vorbei, schaut, welche Häuser da verkauft werden und vor allen Dingen auch zu welchem Preis. Und das bringt uns zu Punkt Nummer 3. Punkt 3. Die Finanzierbarkeit des Traumhauses. Und sind wir doch mal ehrlich, am lieben Geld ist schon so mancher Immobilientraum geplatzt. Und welche Kosten auf mich zukommen, dazu gibt es übrigens auch ein eigenes Video. Einfach mal reinklicken. Und Lena, ein weiterer heißer Tipp ist übrigens das Finanzierungszertifikat von den Baufinanzierungsexperten von Hüttich und Rompf. Die sagen euch kostenlos und unverbindlich, wie viel Immobilie ihr euch leisten könnt. Aber zurück zum Thema Stadt, Land und Geld. Nahezu ausnahmslos gilt, in der Stadt zahlt ihr wesentlich mehr für Immobilien als auf dem Land. Teilweise sogar sehr, sehr viel mehr. Hier mal ein kleines Beispiel. Die drei größten deutschen Städte, Berlin, Hamburg und München. Da sind die Preise extrem gestiegen. In den Jahren von 2007 bis 2017 sind die Hauspreise um 90% gestiegen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Anders sieht es zum Beispiel in Städten des Ruhrgebiets aus oder in ostdeutschen Städten. Da ist der Preiszuwachs wesentlich geringer. Als Faustregel vielleicht, in Städten, in denen mehr verdient wird, da gibt es auch in der Regel die größten Preissteigerungen. Beunruhigend wird es aber dann, wenn die Einkommen sich abkoppeln von den Immobilienpreisen. Heißt zum Beispiel, wenn sich selbst eine vierköpfige Familie, die eigentlich überdurchschnittlich viel verdient, aus eigener Kraft in einem teuren Viertel keine eigene Immobilie leisten kann. Und das passiert ja gerade gar nicht so selten. Und das spricht dann eigentlich ganz klar für das Leben abseits der Stadt. Doch wie weit soll man dann eigentlich rausziehen? Hier kommen wir wieder zum sogenannten Speckgürtel. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2019 hat nämlich gezeigt, wie viel Pendelzeit man auf sich nehmen muss, um bis zu 50% bei den Immobilienpreisen zu sparen. Und jetzt ratet mal, wie viel Pendelzeit das war. 50 Minuten. Und der Speckgürtel wird immer attraktiver. Mittlerweile ist es sogar so, dass ihr über 50 Minuten Pendelzeit einplanen müsst. Und dann gibt es wiederum Regionen, die stark von Abwanderung geprägt sind. Das heißt, viele Leute ziehen weg und da kann es dann sein, dass Immobilienpreise sogar fallen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Preisschere zwischen Land und Stadt immer weiter auseinandergeht. Und wenn man sich den rein finanziellen Aspekt anschaut, dann spricht natürlich ganz viel für eine Immobilie auf dem Land. Egal ob Stadt oder Land, das ist alles eine Frage der inneren Einstellung, des Angebots und eurer Finanzen.
Und zum Thema Finanzen solltet ihr euch auf jeden Fall Unterstützung holen von Baufinanzierern, denen ihr vertrauen könnt, zum Beispiel Hüttich und Rompf. Fragt gerne mal an, holt euch ein Angebot ein und wir können euch noch ein ganz besonderes Video empfehlen, das Finanzierungszertifikat. Du hast es vorhin schon angesprochen, Robert. Mhm. Da könnt ihr nämlich herausfinden, wie viel Immobilie ihr euch leisten könnt. Lohnt sich. Der Abo-Button lohnt sich auch immer und wir beide freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau. Macht's gut. Tschüss.